Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Tag eigentlich 2, aber ich habe gerade gesehen, warte mal, ich kann das Spiel nur speichern, wenn ich bei einem Unterschlupf bin oder habe. Das habe ich allerdings nicht, deswegen nehme ich jetzt direkt die zweite Folge auf. Es ist auch noch Nacht halt. Für das brauchen wir noch 4 Palmdings und ein Seil, aber für das haben wir jetzt die Axt. Jetzt sollte das hier eigentlich easy gehen. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Alter! Okay, jetzt muss ich den wahrscheinlich noch zerhacken, oder? Ja, gib mir mal die... Oh, gib mir mal die Blätter, bitte. Oh, okay, hat schon mal geklappt. Alter, ich habe einfach einen Baumstamm ins Inventar genommen. Alles klar, Digga. Okay. Alter, Palme. Was? Gut, Alter. Nee, scheiße, warte mal. So, okay. Brauchen aber Palmenblätter dafür. Okay, warte mal, dann droppe ich die mal hier ganz kurz. Dann können wir da bestimmt mit einem Messer, dass ich jetzt nicht... Oder mit der Axt weiter draufhauen. Und da gibt doch das Blätter. Ja. Oh. Kein Platz mehr. Schade. Okay, was brauche ich denn jetzt noch? Einmal Schnur. Das können wir doch bestimmt herstellen. Na, natürlich nicht. Ach komm. Mein Gott. Okay, warte, dann droppe ich hier nochmal kurz die Kokosnuss. Dann hole ich uns nochmal ein bisschen Schnur. Oder ich versuche es zumindest. Alter, ich habe mich hier schon wieder irgendwie festgemacht. Was ist denn in dieser Welt los? Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Okay, hier habe ich noch so ein Palmensatz. Oh, lol. Setzling gefunden. Da hier ist auch noch einer. Wie viel brauchen wir? 4, glaube ich, oder? Dann brauchen wir noch 2. Alter, man sieht aber auch nichts. Okay, hier ist noch ein Palmensetzling. Als ob wir haben einen zu wenig und ich finde keinen mehr. Und auch keine solche Pflanze. Was bist du? Gibst du mir auch irgendwas? Okay, das ist einfach nur da. Aber hier sind diese Yucca-Bäume. Die sind wichtig, warte mal. Weil die haben halt diese Dings drin. Die wir brauchen für Seile, warte mal. So, jetzt haben wir bestimmt genug. Okay, dann droppe ich hier jetzt nochmal die Axt. Wir sollten auch mal irgendwie eine Kiste machen oder so. Anzündhölzer brauche ich ja hier jetzt eigentlich auch nicht. Okay, jetzt machen wir eine Schnur. Und jetzt können wir doch eigentlich hier mit C Unterschlupf. Okay, den brauchen wir hier einfach. Oh Gott, Alter, geht das schnell hier mit dem Spin, Alter. Ich würde den eigentlich gerne so hier haben. So, Eingang Feuer, genau. Ah, okay, halt E zum Schlafen, slash Speichern. Kann ich auch beides. Ich möchte zuerst schlafen. Eine gute Nacht an. Ich dachte, es ist jetzt morgen, Alter. Alter, Fledermäuse, guck dir das mal an. oder geht der Mond unter? Oh Gott, Alter, verpisst euch bitte. Oder kann ich vielleicht noch mal ein bisschen schlafen? Ich habe ein Zelt verloren. Wo ist es denn? Hier Unterschlupf. Irgendwo war hier was. Junge. Hä? Ich sehe nichts. Ja, Unterschlupf. Nee, jetzt lauf. Warte mal. Schlafen nochmal. Du kannst nicht so schnell hintereinander schlafen. Okay, dann möchte ich aber noch kurz speichern. Okay, hier ist das Lagerfeuer. Leer. Können wir das hier? Können wir das hier erstmal auffüllen? Okay, scheiße. Wo ist jetzt unser Anzündholz? Okay, wo bist du hier? Feuer machen. Okay, ich mache nochmal kurz Feuer. Alter. Okay, jetzt haben wir zumindest auch wieder ein bisschen Feuer. Eigentlich ganz gemütlich. Okay, wir sollten uns aber jetzt als Ziel setzen für diese Folge, dass wir diesen Wasserdestillierer bekommen, weil auf kurze oder lange Sicht brauchen wir sowieso Wasser, von daher. Naja, können wir das ja erstmal craften. Dafür brauchen wir, warte, wir können ja das einfach kurz anpinnen wieder. Wir brauchen noch 3 Steine, ein Seil, einmal Stoff und noch ein Palmendings. Da haben wir hier noch einen, genau. Und jetzt habe ich ihn hingelegt, warte mal. Okay, Stoff haben wir auch hier irgendwo hingeschmissen. Oh, die Sonne geht, glaube ich, auf, oder? Okay, Leute, langsam aber sicher wird es hier auch Tag. Und, Alter, es sieht halt schon sick aus, ne? Sieht halt schon cool aus. Okay, dann müssen wir jetzt mal noch wieder so einen Yucca-Baum finden. So einer, genau. Gib mir mal deine ganzen Baum... Was? Faserig? Achso, Blätterfaserig. Achso. Okay. Ey, das ist so nervig, dass der Typ manchmal einfach rumläuft, wenn ich gar nicht drücke. Naja. Okay, wo haben wir gestern? Hier haben wir gestern den Baum gefällt. Oder den Baum. Hier liegen, glaube ich, nämlich auch noch Blätter rum. Die haben wir safe nicht alle erwischt, ja, hier. Hier liegt auch noch ein bisschen... Da liegen auch noch Blätter. Okay, ich glaube, das waren jetzt aber alle. Okay, dann brauchen wir jetzt wirklich nur noch ein Seil. Und dann haben wir diesen Wasserdestillierer. Das ist auch noch ein Stein, warte mal. Okay, einmal Schnur. Scheiße, ich habe keinen Platz mehr, warte mal. Ach, wir legen einfach die Axt weg. So, Wasserdestillierer. Alter, ich kann nicht reden. Okay, wir setzen den einfach hier. Alter, eh zum Trinken. Ach so, Destillierer. Ja, stimmt, jetzt müssen wir hier wie bei, wie heißt das? The Forest und Raft und so müssen wir jetzt erstmal das ganze Zeugs machen, ne? Warte mal, was brauche ich? Wir brauchen noch ein Seil, ne? Warte mal, das können wir uns ja craften. Wir können uns nochmal so eine Kokosschale machen. Genau, so eine Kokosflasche. Die können wir doch jetzt bestimmt auffüllen. Okay, kann ich dich nicht... Ah, hi, Krabbe. Kann ich die nicht auffüllen? Gott, Alter. Weiß ich, ist da jetzt Wasser drin?
Der Destillierer ist leer. Ja, wie kann ich denn da jetzt Wasser reinmachen? Die ist ja leer. Ach so, warum ist das nur, wenn es regnet, füllt es den auf oder was? Also ich vermute mal, ich meine, sonst könnten wir ja irgendwie Wasser reinmachen oder so. Ah, ein Wasserbeutel wäre auch nice. Aber für das brauchen wir noch ein Gerbegestell. Für das brauchen wir wahrscheinlich Leder und so. Ah, jetzt war er trotzdem aufgefüllt. Okay, der füllt sich scheinbar auch irgendwie von selber. Keine Ahnung, nice. Oh, eine Yucca-Frucht. Was können wir mit der machen? Keine Ahnung. Okay, aber als nächstes sollten wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir hier irgendwie Sachen anpflanzen können. Damit wir nicht nur Proteine von den Fischen, sondern auch ein bisschen Vitamine haben. Ist auch relativ wichtig. Gibt's hier Farming? Genau. Ein Holzbeet. Also Holzpflanzenbeet. Okay, für das brauchen wir nur ein paar Stöcke und Seile. Das ist ja eigentlich easy. Okay, wir haben aber nicht mehr genug für eine Schnur. Wo ist meine Axt? Ach, hier. Okay, ja, dann fällen wir jetzt hier erstmal... Achso, warte mal. Fällen wir einfach mal diesen Baum oder welchen. Wir könnten dann auch mal in Zukunft einen Fluss bauen. Dann könnten wir zu den anderen Inseln hinfahren. Und dort so ein bisschen Materialien nehmen. Da müssten wir nicht alles von hier holen. Okay, Tag überlebt. Eins. Okay, immerhin. Da ist noch eine Frucht irgendwas. Ach, scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Ja, das Problem ist, langsam, aber sicher gehen uns dann auch mal die Rohstoffe aus. Und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir rüberschwimmen. Vermute ich mal nicht. Okay, ich habe mir jetzt mal... Oh Gott, warte mal. So, was brauche ich denn nicht? Komm, was will ich mit dieser Pflanze hier, Alter? Okay, wir nehmen jetzt hier diesen Speer. Oh Gott, Alter, ich wäre fast ins Feuer gelaufen. Und mit dem soll man scheinbar gut fischen können. Können wir damit auch die Fischen nehmen? Oh Gott, Krabbe? Eine kleine männliche Krabbe. Können wir die braten? Oh nee. Geht das nicht? Kann die auch nicht essen. Toll, jetzt haben wir hier eine Krabbe. Nice. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich wollte ich ja einen Fisch, weil... Ah, das sind Pflanzen. Oh Gott. Hm. Was bist du eigentlich? Eine Koralle oder was? Komm, Nemo. Komm. Hier. Alter. Fitness. Danke. Oh, das ist etwas Größeres. Eine Sardine. Komm. Bist du denn? Alter. Junge. Ich erwische sie einfach nicht. Was soll das? Irgendwie funktioniert es noch nicht so ganz. Ja. Okay, welches ist die nächste Insel? Wir haben hier eine Insel. Da... Und da drüben hatten wir, glaube ich, auch noch eine. Ich glaube, die da ist definitiv näher. Alter, hier ist ja ab. Was? Ja, aber der war doch vorher noch nicht da, oder? Was bist du hier eigentlich, Alter? Okay, keine Ahnung, was das hier ist. Vorne ist scheinbar auch ein Schiffswrack. Aber das ist doch immer von Heiden bewacht. Ich weiß nicht, wie... Ach, scheiße, ich habe immer noch keinen Platz. Wir können ja kurz mal gucken, was wir da so sehen. Oh, ein Rochen. Nice. Schönes Korallenriff hier auch. Oh, die wären so wichtig, diese Schwimmer. Aber ich kann sie halt nicht mitnehmen. Oh Gott, aua, mein Kopf. Oh mein Gott, ein Rucksack. Scheiße, ich habe keinen Platz im Inventar. Okay, warte mal, haben wir die Krabbe nicht? Ach nee, scheiße, ich habe nicht. Okay, warte, scheiß mal auf einen Stein, Junge. Wir brauchen diesen Rucksack, ne? Okay, warte mal. Hä, aber ich habe doch jetzt einen Rucksack aufgesammelt. Sollte ich jetzt nicht mehr Platz haben? Okay, Tab. Nehme ich einen Rucksack mit. Hä? Ich verstehe es nicht, kann ich den nicht mitnehmen? Doch, jetzt habe ich ihn. Da war auch noch eine Fackel, Leder, Stoff, Transbeta-Einheit, okay, keine Ahnung. Okay, wir nehmen die mal kurz mit. Alter, mein Typ hat gar keine Fingernägel, ist euch das schon mal aufgefallen? Lol. Okay, wir legen die Kiste einfach mal hier ab. Ist hier jetzt das Zeug wegen dem Rucksack drin oder was? Ah, okay, ja genau, das sind diese Kiste, okay, nice. Haben wir irgendetwas noch vielleicht übersehen dort? Ich weiß es nicht, deswegen schwimmen wir auch nochmal hin. Vielleicht können wir bei Gelegenheit auch mal noch darüber gehen. Dort hat bestimmt viele Sachen, aber ich weiß nicht, wie schlau das ist, ist einfach über den Ozean zu schwimmen. Okay, ist hier unten vielleicht irgendwo ein Loch hier? Nee. Wir brauchen kurz Luft. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Oh, da ist auch noch was. Was? Beschriftungsgerät? Ja, aber was brauche ich denn das? Ich kann nicht hochschwimmen. Oh Gott. Ich komme nicht hoch. Irgendwie hänge ich fest. Alter, was ist das, du Drecksspiel? Ich komme nicht hoch. Oh mein Gott. Alter, was? Wieso bin ich denn nicht hochgekommen? Gott, Alter, ich habe auch Durst. Okay. Scheiße, ich wäre fast ertrunken. Oh, lol. Hallo, guten Tag. Bist du hier am Brot? Okay. Greift er mich an? Nee. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal kurz zurück zu unserem Lager. Okay, und danach muss ich mal kurz gucken, ob ich mir ein Seil Scheiße, ich kann immer noch nichts trinken. Kann ich hier nicht Wasser aufsammeln mit dieser Flasche, Alter? Mann, wieso geht das denn nicht? Okay, wir droppen jetzt hier mal alles. Ja, hier, keine Ahnung, was ist es? Metall, Planke und so weiter. Weil das brauchen wir ja alles vorerst mal nicht. Ja, wie lösen wir unser Wasserproblem? Das ist ein bisschen die Frage. Und ich habe auch nur zwei von diesen faserigen Blättern. Das heißt, wir können auch noch kein, wie sagt man, kein Seil mehr machen. Okay, stimmt, wir könnten noch diese Kugeln holen. Dann bräuchten wir eigentlich auch nur noch,
Dreimal Seil, dann hätten wir schon sowas wie ein Floß. Ja, aber das war ja nicht komplett gesunken, oder? Aber wahrscheinlich dort. Okay, aber was ist denn das hier vor? Das ist auch noch ein Schiff. Alter, ein fettes Schiff. Also ich finde es ja immer... Oh Gott, Alter! Ein Hammer! Oh, Alter! Scheiße! Oh Gott! Junge! Oh, oh. Kommt der nochmal? Er hat, glaube ich, umgedreht. Ja, er kommt. Wo ist mein Speer? Alter, bin ich erschrocken, ey. Mann, wieso greift er mich auch an? Eieiei. Nee, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich finde so Zeugs immer übel spannend. So unter Wasser zum Beispiel, so kleine Schiffe und so. Aber, Junge, das ist doch so creepy. Ich finde allgemein so unter Wasser. Also jetzt so in einem See finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber wenn du tief bist, so in einem Meer halt, bei diesem Schiff fragst oder so an der Klippe zum Beispiel. Junge, das finde ich so creepy. Aber naja, jedem das seine, ne? Ich kann die Schwimmer aber irgendwie nicht mitnehmen. Wieso denn nicht? Oh Gott, Alter. Piss dich. Alter, zum Glück ist ein Mast geschwommen, Alter. Oh Gott, Junge. Okay, also wir lernen daraus. Wir können nicht einfach übers Meer schwimmen, ohne dass uns nichts passiert. Okay, mal kurz gucken. Okay, wir müssen unbedingt was trinken. Aber wie? Das ist sie. Stimmt, warte mal, wir können aus einer Kokosnuss trinken. Oh, zum Glück hat sie so Palmdings, Alter. Haben wir jetzt Wasser? Nee, wir haben immer noch kein Wasser. Okay, warte, dann schlage ich kurz die Kokosnuss hier so ein bisschen auf. Warte mal. Geht das auch... Oh, jetzt rollt die schon wieder weg, Junge. Du bleibst hier. Ich weiß gar nicht, geht das auch mit einer Axt? Oder mit einem Speer vielleicht? Ah ja. Trinkbare Kokosnuss. Okay, dann trinken wir die mal kurz. Lecker. Okay. Perfekt, jetzt ist die ja leer, oder? Ja, leere trinkbare Kokosnuss. Können wir jetzt vielleicht in die noch Flüssigkeit reinmachen? Muss ich dafür vielleicht untertauchen? Nee. Oder? Nee. Mann, wie macht man denn das, Leute? Sonst verdursten wir hier. Schreibt das bitte mal gerne unten in die Kommentare, Alter. Okay, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe jetzt gerade herausgefunden, wie das funktioniert mit dieser Kiste, die wir da gefunden haben. Den Rucksack können wir gar nicht rausnehmen. Das ist von uns. Also wir können... Das ist sozusagen einfach eine Kiste. Warte mal, wir legen die einfach mal hier hin. Und wenn wir jetzt Tab öffnen, das ist jetzt alles in der Kiste. Ich habe jetzt hier schon mal 3 Steine rausgeholt, genommen, keine Ahnung, um euch jetzt hier, warte mal, ich zeige euch das kurz. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Scheiße, warte mal kurz. Also hier, genau, eine Feuerstelle. Dann können wir das hier ums Feuer machen. Ach scheiße, das Feuer ist wieder ausgegangen. Feuer ist wieder voll. Und zwar können wir jetzt dann noch so ein Dings machen hier wieder drüber, genau. Das brauchen wir allerdings noch ein Seil und bekanntlich können wir uns leider keinen Seil mehr craften. Aber zu dieser Kiste, ich habe jetzt hier mal alles reingemacht. Und dann können wir jetzt hier auch vom Rucksack diese ganzen... Achso, der ist voll. Hm. Toll. Okay, Leute, da aber auch die Sonne schon untergeht, würde ich sagen, war es das mit dieser... Ja, mit dieser Folge von... Alter, wir sind immer noch fast am Verdursten. Diese Folge von Stranded Deep Tag 2 auch überlebt, tatsächlich. ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Good evening.